Hallo und in meinem Fall guten Morgen. Ich habe genau eine Stunde gebraucht, um es auf meine Matte zu schaffen. Jetzt bin ich da. Ich hoffe, du bist auch auf deiner oder irgendwo auf einem Boden, auf dem du ein bisschen herumturnen kannst und machst mit mir mit. Es geht um Beine und Gesäß, Booty, Peach, Gluteus Maximus. Einerseits, weil starke Beine einen besser durchs Leben tragen und gleichzeitig auch dem Oberkörper und dem Rücken helfen. Andererseits, wen es interessiert, weil man dann halt straffere Beine hat. Und außerdem ist eine angeregte Muskulatur gut, um den Lymphfluss zu aktivieren, das heißt weniger geschwollene Beine. Und gleichzeitig wird durch die Blutzirkulation dann auch mehr Sauerstoff in all deine Zellen gebracht und darüber freuen sie sich sehr. So kann dann alles besser transportiert werden, sei es Nährstoffe zu deinen Zellen und Sauerstoff oder was auch immer der Körper nicht mehr braucht, abgestorbene Zellen und so weiter, weg aus den jeweiligen Regionen. Wir fangen an mit dem Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Immer viele rechte Winkel machen. Hier ein rechter Winkel, hier und hier. Und wir machen alles mit einem Bein und dann mit dem anderen. Und zwar hoch, hoch, zurück, hoch, zurück. Hier. Eins noch und zwei. Oben bleiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Knie zur Schulter. 2, 3, 4. Bei mir fängt schon sehr an zu brennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ich glaube, es wirkt. Und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Andere Seite. Rüber und rauf. Rüber und rauf. Rüber. Achte immer auf deine Bauchmuskulatur, dass die angespannt ist, zu einem gewissen Ausmaß. Nicht super stark, aber du willst deinen Rumpf stabil halten und nicht hin und her schlenkern und dein Gewicht möglichst gleich auf beiden Händen verteilt haben und die Arme gerade halten. Hälfte geschafft und nochmal zurückzählen. Fünf, vier, drei und zwei und eins umbleiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn zurück. Eins, zwei, drei, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Knie zur Schulter. Oh ja. Wenn du nicht so wie ich die ganze Zeit redest, dann atme am besten durch die Nase, beim Zusammenziehen ein, aus und dann beim Strecken ein. 5, 4, 3, 2, oh mein Gott, jawohl, 1 und geschafft. Seitenlage auf der linken Seite, beziehungsweise auf der Seite, sodass das Bein, das du vorhin zuerst verwendet hast,
jetzt oben ist. Und zwar, das Bein bleibt abgewinkelt und eins und zwei noch und eins noch und oben bleiben. Wippen. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Knie zum Ellbogen. Knie zum Ellbogen. Jawohl. Gleich geschafft von diesem Teil der Übung. 3, 4 und 5 und 5, 4, jawohl, 3 und 2 und 1, yes, andere Seite. Oben bleiben. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Oben bleiben. Zusammen, auseinander. Knie zum Ellbogen. Und 3, und 4, und 5, 8, und 9, und 10. Yes! Geschafft. Zurück in den Viergesselstand. Kurz durchatmen und zwar Bauch runterlassen, nach oben schauen, einatmen. Und Bauch nach innen ziehen, runden Rücken machen. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Aus, einmal noch. Ein. Aus. Schau dir, dass die Hände richtig unter den Schultern und die Knie unter den Hüften sind. Und es geht los mit Kreisen. Kreis und nach vorne und rauf. Ein Kreis nach hinten, ein Kreis nach vorne, ein Kreis, ein gerades Bein hinauf. Nach hinten, nach vorne, hinauf, nach hinten, nach vorne, hinauf, eins, oh, ja, hinauf, Bauch anspannen, das hilft, und zwei, hinauf, drei noch, eins, hinauf, zwei, hinauf, letztes Mal, drei, hinauf, sehr gut, andere Seite, Bein nach vorne kreisen, Bein nach hinten kreisen und hinauf, nach vorne, nach hinten, hinauf, einatmen, kreisen, ausatmen. Ein, halten vielleicht, aus, ein, aus, aus, jawohl, hoch und jetzt noch drei, einmal nach vorne, einmal nach hinten, hinauf. Nach hinten oder nach vorne und
hinauf. Und das letzte Mal nach vorne, nach hinten und hoch. Jawohl, gleich geschafft. Letzte Übung. Kurz mal hin und her schwingen. Und wenn du außer Atem bist, wieder zu einer ruhigen Atmung finden. Und jetzt hinlegen. Siehst du mich? Und mit den Fersen. Die Haare mit den Fingern, die alle Fersen berühren können. Also nicht so weit weg und nicht super nah. Das drückt bei mir sehr auf den Rücken, vielleicht geht es dir auch so. Aber falls es unangenehm ist, dann kannst du natürlich deine Füße anders platzieren, so wie es für deinen Rücken am angenehmsten ist. So, einatmen, ausatmen, Hüften hoch, Fersen hoch. Ein. Aus. Also für mich fühlt sich das im Vergleich zu dem, was wir vorhin gerade gemacht haben, wesentlich einfacher an. Ich würde wissen, wie es dir geht dabei. Ich würde mich sehr freuen über einen Kommentar, wenn du mit mir mitgeturnt hast, wie du es gefunden hast, welche Übung du am schwersten gefunden hast, welche super einfach war und wie du dich im Nachhinein fühlst im Vergleich zu davor. Hälfte geschafft. Nochmal. Langsam fängt es wieder an zu brennen. Auf die Atmung achten. Immer zur Atmung zurückkommen. Das hilft in jeder Situation im Leben. Einatmen. Ausatmen. Durch die Nase am besten immer ein. Beim Ausatmen gerne auch durch den Mund alles loslassen, was dir nicht mehr hilfreich ist im Leben. An deinen Gedanken. Sehr gut. Und 5. Und 4. Schieb die Hüften so hoch es geht. 3. Und 2. Und 1. Die Hüften bleiben oben, die Fersen bleiben oben. Widmet den Hüften ein kleines bisschen. Dann kommen in Stillstand. Eine Ferse runter, wieder rauf. Andere Ferse runter, wieder rauf. Links und rechts und Hintern zusammen, links und rechts, zusammen zwicken wollte ich sagen, links geht sich nicht aus und rechts und links, Hüften höher und rechts und links 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 und rechts und 3 und 2 und oben bleiben, 1 nach diesem hier oben bleiben und beide Füßen runter und hoch, beide Ferse runter und hoch, nur 10 und wir sind schon bei 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1 und geschafft, Füße hoch, Hände hoch. Schütteln. Kannst gerne mit mir mitsingen, wenn du möchtest. Knie zur Brust anwinkeln, Arme um die Knie fassen, dich selbst umarmen und ein bisschen sanft hin und her rollen, von links nach rechts. Eine kleine Massage für den Rücken und eine ziemlich angenehme Dehnung für den Pfirsich. Für dein Gesäß. Super angenehm. Versuch dein Steißbein möglichst nach
nach hinten wegzuziehen von dir, deinen Rücken gerade zu halten. Also ein kleiner runder Ball bist, drückst mehr auf die Wirbelsäule und dehnt das Gesäß nicht so sehr, als würdest du, als wenn du deine Knie nicht so fest anziehst, aber dafür den Rücken gerade hältst und erst von hier aus dann die Knie anziehst. Wenn dir das unangenehm ist, kannst du auch die Knie auseinanderhalten. Das dehnt auch gleich die Muskeln ein bisschen anders. Und wenn du dann noch eins weitergehen möchtest, kannst du die Füße außen fassen, die Knie im rechten Winkel haben und im Yoga Happy Baby ein bisschen hin und her rollen, bis sich der Puls beruhigt hat, du wieder ruhig atmest, ein bisschen abkühlst. Das dehnt jetzt auch die hinteren Oberschenkel, die inneren Oberschenkelmuskeln. Wenn du magst, kannst du dein Bein ausstrecken und das andere Bein. Weiter tief atmen. Ich freue mich, dass du alles gemacht hast mit mir oder das ganze Video angeschaut hast und es dir vielleicht für später abspeicherst. Ich freue mich, dass du dich dafür interessierst, was für dich zu tun, also auch wenn du es noch nicht gemacht hast. Du hast das Interesse und vielleicht machst du dann beim nächsten Video mit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, du hast Freude gehabt, hast auch ein bisschen geschwitzt. Und bis bald wieder dabei. Alles Liebe und noch einen schönen Tag. Bye!